Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Edadon zu einem neuen Part Ready Player One. Nein. Ich meine natürlich Minecraft Story Mode mit dem zweiten Fürst. Da wären wir. Ich glaube, ich bin ein Zombie. Ja, das scheint richtig zu sein. Zumindest, dass ich glaube, ist richtig. Ja, ich bin zumindest irgendwo drin. Ja, ein Zombie. Es ist da draußen so ein Zombie, der sich so dancend herumbewegt. Da musst du Hopper fahren. Das ist richtig. Irgendwie muss man diese Chips verhacken können. Können wir eigentlich auch Petra hacken? Das wäre doch cool. Wäre nochmal ein Petra drin. Könnten wir. Es wäre schon zumindest viel besser, als so ein Zombie zu stören. Da hätten wir eine Waffe und so weiter, eine Rüstung. Ich bin Harpers einzige Hoffnung. Genau. Und Petras einzige Hoffnung. So sieht's aus. They must be taking Harper to where they put those redstone mind control chips on Lucas and Petra's heads. Mhm. Na denn. Steuern wir mal den Zombie. I remember there being a stairway here, though. You mean it's been removed? I guess visitors aren't being encouraged. I would suggest building a tower up there, but that's not going to help you get back down once you free Harper and Petra. Hier werden Ideen geschmiedet, wie wir weitermachen. Ah, okay, jetzt kann ich den steuern. Reden mit Zombie. Schöner Tag. Ja. Keine Reaktion. Ja. Werkbank. Können wir die verwenden? Wir haben nichts zum Bauen. Und für einen Zombie bewegen wir uns verdammt schnell. Und verdammt sicher. Verdammt geschmeidig. Mit Zombie reden. Können wir das noch machen? Ein gehärteter Ton. Okay. Wo gehen wir denn hin? Ach so, das ist der gehärtete Ton. Das ist richtig. Reden mit ihm nochmal. Moin. Das ist nicht falsch. Sand. Sand. Not the most exciting material, but I can still craft with it. Das ist richtig, das kannst du abbauen. Sand abgraben. Zack, zack. Da habe ich zumindest einen Sandblock. Mit ein paar mehr Sandblöcken. Ja, okay. Können wir vielleicht schon mal eine Treppe bauen. Wir dürfen nur nicht auffallen. Und das haben wir gerade gemacht. Wir sind aufgefallen. Ah, gut abgewehrt. So, jede Menge Sand. Boah, ist sowas von jede Menge. Verwenden. 64 Blöcke kann man scheinbar nur auf einen Haufen. So, Rezepte anzeigen. Roter Sandstein. Okay, ja, zack, zack, zack und zack. Haben wir einen Sandstein. Okay. Dann können wir eventuell Treppen bauen. Und Umständen. Könnte das gehen? Jetzt müssen wir wieder ablenken. Oh, bevor die da sind. Am besten.
Wegrennen hier. Ein rennender Zombie. Habe ich selten gesehen. Rennende Zombies. Treppe nach oben. Das ist aber sehr auffällig. Was wollen wir tun? Ivor, the signal. It blooped out for a second. Haben wir halt versucht, ihn zurückzubekommen. Oh, Schande. Nein, auf keinen Fall. Ich bin ein Zombie. Ich bin ein böser, gemeiner Zombie. Nicht antworten. Ja, momentan ist das ziemlich dumm, aber raus aus meinem Kopf. Das ist nur ein Zombie. Kann bestimmt auch wen anders übernehmen. Kann ich vielleicht so ein Skelett übernehmen? Und dort weitermachen? Ja, genau, das meinte ich. Da so zum Beispiel. Oder auch nicht. Ich wurde nützlich gemacht. Na toll. Ich hasse das Spiel. Warum? Nein! Wieso da? Wieso an diesem Checkpoint? War? Was? Warum? Nein! Einfach nee! Das muss doch dazwischendurch mal einen Checkpoint geben. Komm, leck mich am Arsch. Alter. 3:28 Uhr nachts. Ja, nach einem kleinen Rage Quit. Und ja. Das ist halt, dieses Spiel. So konzentrieren wir uns jetzt mal, dass wir es hinkriegen. Aber ganz im Ernst. Ein paar bessere Speicherpunkte, Checkpoints, wären auch mal nicht schlecht. Oder? So, das Ganze nochmal, die letzte halbe Stunde jetzt nochmal von vorne planen müssen. Normal machen müssen. Alter, nicht dein Ernst, Spiel. Also jetzt mal auf die Skelette. Raus aus meinem Kopf und so weiter. Ganz im Ernst. Ist ja hier wohl die größte Scheiße hier mit den Checkpoints. Na komm, auf den Skelett. Ich weiß, dass das so geht. Na komm. Concentration. Na komm. Na komm, na komm, na komm. Das ist er. Huh. Haben wir diesmal geschafft. Skelett. Von Zombie zum Skelett. Jetzt wird der Zombie besiegt. Schnell weg. Jesse, what are you doing? Technology is so awesome. And you look so awesome. We are, Brüller. Das ist wirklich so ein bisschen wie Ready Player One. Das ist, ja, das scheint, das ist irgendwie in Real Life. Du kannst dann wirklich Personen übernehmen. Okay. Das ist Ready Player One in Minecraft. Zack. Und weiter. Es geht immer weiter. Ready Player One hat's da auch so ein Board, wo du drauf rumläufst. Und komisches Band. Na komm. Das müssen wir Harper irgendwie hinkriegen. So, laufen, 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 laufen. Nicht erwischt werden. Wenn wir erwischt werden, sind wir wahrscheinlich wieder ganz am Anfang. So, wir müssen zu Parma. Okay, da können wir hier keinen übernehmen. Müssen wir einfach dran vorbeilaufen. Und hoffen, nicht übernommen zu werden. Wir können hier wirklich keinen abchecken. Das ist schlecht. Nur gut, weil wir nichts machen müssen. Also, sobald ich jemanden übernehmen kann. Und ich bin bereit. So, schnell reagieren. Oh oh. Jetzt bin ich hier. Dein Spiel ist aus.
Na toll, ich darf jetzt nicht verlieren. Nicht Game Over gehen. Nicht nützlich gemacht werden. Da! Rein da! Das ging. Ja, scheiß auf die Batterie. Ich muss das jetzt hinkriegen. Schnell reagieren. Meine Fresse. Meine Fresse. Das ist jetzt hier eine Aktion. Den nächsten Speicherpunkt. Zack, da rein. So, nu. Das Skelett wird entwaffnet. Niemand wird hier gechippt. So, jetzt schaffen. Ja, noch habe ich den Checkpoint nicht erreicht. Nächsten. Wähle mir den Arm. Habe ich mich jetzt ergeben oder was? Ja, und jetzt? Na komm, weg mit ihm. Y. So. Super, das ist schon mal ein guter Weg. Bewegung. Zack, weg hier. Okay. Schnell weg hier. Checkpoint, Speicherpunkt. Darf jetzt nicht versagen. Das ist so fies. Das Spiel ist so. Das ist schon Schwierigkeitsstufe Arschloch hier. Ah. Ist ein Quicktime-Event versauen hier und dann müssen wir wieder die letzte halbe Stunde nochmal von vorne machen. Auweil. Wie sollen wir da rüberkommen? Okay, jetzt muss hier wieder jemand auswählen. Ich bin bereit. Ich weiß, ich streng mich an. Ich muss mich anstrengen. Kann ich einfach die Mütze abnehmen? Ich komme wieder. Terminator-Musik. Na komm, raus hier. Kann ich nicht aus der Jesse-Figur hier raus? Aus der Zombie-Figur. Ja, raus hier, weg hier. Super. Weg, aus den. Herzzeit weg. Ah. Super. Puh. So, weg mit dem Headset. Ready Player One vorbei. Die weiß doch, wo wir sind. Wir können Palmer stoppen. Das ist doch eine gute Nachricht. Palmer aufhalten, genau. Das kriegen wir schon hin. Wer vergisst nicht, wer wir sind. Wir sind der Orden des Schweines. Der zweite Orden des Steins. Wir kriegen das schon hin. Himmelstand, genau. Der weiße Kürbis. Das machen wir. Na komm, Checkpoint, bitte jetzt nach diesem Gespräch. Ich will nicht, dass die Batterie der Switch ausgeht und da die Checkpoint hier nicht. Ich sehe es schon kommen. Nein, ich will das nicht erst nochmal machen müssen. Kaum, und man kann nicht vorspulen hier, das ist ja das Bescheuertste. Komm. Weiter. Das Spiel ist so ein Arschloch. Wasser. Ja, genau. Die reagiert auf Wasser. Wasser mitnehmen. Ist gut. Aber im Inventar. Jeder hat Wasser. Da können wir Leute retten. Ja, vernichten wir Palmer. Auf geht's. Oh, ein Speichersymbol. War das ein Speichersymbol? War das ein Checkpoint? Hoffentlich, bitte ja. Das wäre mega. So, weiter geht's.
Können wir mit jetzt versagen, mal hier starten. An dieser Stelle. So. Weiter geht's. Wir stürzen Palmer. Der Palmer-Kern. Creepers. So, stürzen die Palmer. TNT. Damit könnte man doch bestimmt was machen. Was? Nee, das ist nicht nützlich. Klar ist das nützlich. Ach du Schande. TNT ist sowas von nützlich. These are my last two potions from home. I held on to them after our Sky City adventure. Ja, aber das TNT ist nützlich. So noch mit. Ja, mit reinbringen. TNT, das TNT noch mit dazu machen. Ach, verdammt. Knopf, der könnte sinnvoll sein. Der Keks ist auch sinnvoll. Die Blume. Was läuft hier gerade? Ah, okay. Keks. Müssen wir jetzt erst nacheinander anwählen und abwägen, was das bringt und so weiter. Die Knopf. So, und Redstone. Redstone Active. Das ist, glaube ich, das nützlichste. Ja. Da kann man bestimmt was draus machen. Eine Bombe. Kann bestimmt eine schöne Bombe bauen. Mit Sicherheit. Das kriegen wir schon nicht irgendwie. Ich nehme Schnelligkeit, ich nehme Sprungkraft. Sprungkraft, wir hüpfen ein bisschen durch die Gegend. Ja, komm. Dann wird gehüpft. Sprungkraft. Na komm. Jetzt wollen wir mich hüpfen sehen. Trinke ich den Trank und dann hüpfe ich durch die Gegend. Na. Und dass man nicht lustig aussieht. Na, es gibt hier Gummibärenbande. Sache. Na, hüpf. Genau. Hüpf, hüpf. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Die sind da für dich, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Ja, der Saft bringt ihnen Kraft, das Abenteuer lacht. Zack, TNT. Gummibären hüpfen hier und dort überall. Sie sind da für dich, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Gummibärenbande. Jetzt haben wir heute Ready Player One und Gummibärchenbande. Auwei. Nein, ich bin gar nicht hier. Ich hüpfe hier nur durch die Gegend. Boing, 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 boing. Pam hat uns bemerkt. Schon irgendwie. Bin ich wohl zu hoch gehüpft oder was? Komm, aber da kommen wir hin. Zombie? Ja, du hast eine Menge Leute. Freunde nicht. Freunde hast du keine. Du hast Sklaven. Sehr viele Sklaven. Na komm, weg hier. Ganz schnell weg hier. Flieht, ihr Narren. Na komm,
Ah, einmal, das ist gut. Das können wir brauchen. Wasser. Und ihr haltet sie auf. Und ich renne zu Petra und Harper. Rette die. Auf geht's. Ab in die Redstone-Höhle. Sieht gut aus. Wow. Hier ist alles Redstone. Ist das Innere von Parma oder was? Nice. Und das war das Herz mit Wasser begießen. Dann haben wir es geschafft. Die drei Türme. Oh oh. Das rote Innere von Parma. Ich habe dich erwartet. Was? Ich bin nicht hier, um zu reden. Auf keinen Fall. Ich werde dich außer Betrieb nehmen. Ja. Parma wird es dann erinnern, aber nicht mehr lange, weil ich sie besiegt haben werde. Nein, du wirst mich nicht nützlich machen. Ich werde dich jetzt nützlich machen. Ja, indem ich dich ausschalte. Da bist du uns am nützlichsten. Ich kenne deine Schwachstelle. Ja. Das ist richtig. Das musst du dir doch nicht zeigen. Oh nein. Ich wollte sie ja verschweigen und sie dann von hinten überraschen. Obwohl. Okay, ich wollte gerade sagen, hier hat sie keine Zombies, die ihr helfen können, aber. Ja. Okay. So viel dazu. So, ZR. Zu dem Punkt. Okay. Und noch mal einen Punkt nach dem anderen. Erst den rechten, dann den linken und dann den in der Mitte. So ungefähr. So. Verbund damit euch. Zack. Jetzt habe ich Luft hier. Drauf da. Klettern, 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 klettern. Achso, L und klettern. Wie jetzt? Was jetzt? Wo jetzt? Achso. Ja. Na komm. Schütz drüber, Schütz drüber. ZR. Bats. Das wird nass. Geringen Schaden. Okay, wenn du meinst. Ich tu mal ein bisschen mehr geringen Schaden. Okay. Zack, zack. Ich muss sie jetzt ausschalten. Erstmal die Spinne ausschalten, dann ein paar Mal ausschalten. Y! Quick Time Events! Master of Disaster, Master of Quick Time Events. Uh oh. Die Spinne, sie lebt noch. Sie lebt noch. Da steht da der Peter und lebt noch. Na komm, na komm, na komm. Zeit ist begrenzt. Zack. Wasser. Deaktiviert, glaube ich, auch die Spinne. Hoffentlich. Schubst sie runter. Einen Punkt hat sie noch. Den Hauptcontroller hier. Den Haupt. Dings. Dich kriegen wir kalt. Ah, Harper. Oh nein. Harper ist computerisiert. Oh Mann. Das heißt, Parma weiß schon, wie man ein Portal baut, wie man hier rauskommt. Dann müssen wir sie schnell besiegen. Aber sehr schnell. Jetzt baut sie hier noch. Mist. In unserer Welt. In den anderen Welten. Na komm, ZR. Oh oh. Okay. Es funktioniert. Wir waren runtergerutscht, aber sie ist fertig. Besiegt. Na komm, rein ins Wasser mit dir. Aber ich gebe nicht auf. Oh, hier muss ich heftig drücken. B-Taste kaputt machen. Ein starker Gegner, die Harper. Ah, zack. Zurück mit dir. So. Der Aschaphon ist jetzt nicht mehr unter deiner Kontrolle.
Puh. Das war Action jetzt hier. Palmer ist fast zerstört. Gibt's noch irgendwas? Wir müssen noch irgendwas machen. Ja, das ist das Herz. Plan zur Erhaltung. Oh oh. Das Herz müssen wir zerstören. Oh oh, jetzt muss alles schnell gehen. Oh oh, ZR. Nein, Petra. Oh, Kacke. Jetzt beschützt sie das Herz oder was. Ach Mann, Petra. Na komm. Petra wird jetzt mein Endgegner sein. Hätte ich mir zwar nie erhofft, aber... Ruben! Du wirst jetzt hier nicht Ruben erwähnen. Man ist doch nicht über Tote. Ex Olivia. Hey, Finger weg von meinen Leuten. Wenn meine Freunde nicht wehtun. Stimmt. Will ich nicht tun. Ich werde sie mit Wasser überfluten. Okay, Petra, let's see what you got. Careful, Jesse. I hope you know what you're doing. Ja, ich weiß, was du. Ausweichen! Und rein da. Oh. Das war gut. Ich werde Petra jetzt nicht töten. Vergiss es. Das war aber wohl schon klar. Ach oh. Sieht schlecht aus. Nein, das Herz. Na komm. Na komm. Reagieren. Na komm, na komm, na komm, na komm. Und draufhauen. Mach das Herz kaputt. B. Zack. Und noch lebt das Herz. B. Na komm. Hauk. Okay. Sieht gut aus. Oh, Petra wird auch befreit. Oder was? Sieht gruselig aus. Oh, sie ist befreit. Petra. Oh oh. Nein. Petra, kämpfe. Nein. Petra. Müssen beide jetzt retten. Mich und Petra. Komm, Petra. Befreie dich. Von ihr. Noch ist nicht der. Oh oh. Noch ist das Herz nicht zerstört. Na komm. Na komm, das Herz. Achso, da hochklettern. Über Petra drüber. Was denn? Ich war doch schon oben. Okay, da ist der letzte Checkpoint. Ist irgendwie ein bisschen weit weg. Immerhin hatten wir schon fast Petra zerstört. Nein, nicht Petra, den Parma zerstört, aber. Joa. Schon unfairer Sprechung, aber noch unfairer wäre es jetzt, wenn wir ganz am Anfang anfangen müssten. Jetzt hier die letzte Stunde jetzt hier zu Ende machen. Okay, es gibt wieder ein bisschen. Sehen wir uns gleich wieder.